Und ja, bin ich mal gespannt, um was es in dem neuen Mario geht. Ich glaube, ich sollte mich hier lieber wieder auf die Sache konzentrieren, weil wir kommen jetzt in die schöne Galaxie Test surfen. Lass uns surfen. Gute Sache. Ja, da haben wir ein einzelnes Wasserband. Einen komischen Rochen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und 2, 3, 4, 5 Pinguine. Das hat jetzt wieder was von Freizeitcharakter. Hi, wir sind aus dem Pinguinparadies hergekommen. Okay. Hier surfen wir auf Rochen. Man nennt uns Rochenreiter. Das ist ja mal interessant. Hi, willst du auch surfen? Nein, genau. Was, wenn ich jetzt auf Nein klick? Aha, na komm einfach vorbei, solltest du doch mal Lust haben. Toll. Kommen wir nicht weiter, also müssen wir Lust haben zu surfen. Genau. Ah, aber du reitest zum ersten Mal auf einem Rochen, oder? Dann erkläre ich dir, wie es geht. Also pass auf. Richte die Fernbedienung auf deinen Fernseher. Genau das ist die Grundstellung. Also müssen wir waagrecht zum Fernseher halten. Um die nach links zu beugen, dreh die Fernbedienung von der Grundstellung aus gesehen nach links. Einfach. Drehen wir. Ah, genau so beugst du dich nach links. Ah. Dich umgekehrt nach rechts zu beugen, dreh die Fernbedienung nach rechts. Dann beugen wir uns mal nach rechts. Jo, ja genau, so beugst du dich nach rechts. Oh, toll. Bin begeistert. Die Geschwindigkeit kontrollierst du durch das Drücken von A. Gut, soweit die Erklärung. Jetzt drehen wir eine Runde auf dem Kurs. Gut, ich muss mal kurz das Nunchuck beiseite legen. Weil das stört jetzt etwas. Ja, dann legen wir mal los. Lalalala. Surfen. Surfen, surfen. Gut, und da sind wir am Ende. Ah, jetzt geht erst das Rennen los. Jetzt bin ich in meinem Metier. Rennfahren ist immer das Beste. Juhu, danke. Oh, mit vielen Bodenwellen. Komm schon, gib Gas! Sechster Gang! DRS! Chaos! Oder was auch immer. Boah, die Bodenwellen. Muss nächstes Jahr unbedingt ausgebessert werden. Ich würde ja gerne dieses Rennen bestreiken, denn die Strecke ist mir zu nass. Aquaplan in Gefahr. Oh, 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 jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Das sieht mir doch stark nach Ziel aus. Komm, juhu. Und fast eine halbe Minute schneller wie vorgesehen. Auch nicht schlecht. 101,88, hervorragend. Du hast dich so angestrengt, du hast verdient eine Goldmedaille. Das ist eine schöne Goldmedaille. Genau so eine wollte ich. So, nehm die Hände schütteln, auch wenn sie nicht da sind, und dann, ja, Nationalhymne, Vitalia und so weiter. Nächster Stern erhalten. Das ist jetzt der 5., 6. Ich hab ehrlich gesagt nicht ganz aufgepasst. Der 6., okay. Galaxie komplett. Ja, das war jetzt so eine Galaxie für zwischendrin, in der es mag, wenn nur einen Stern hat. Das heißt, hier ist jetzt schon komplett abgeschlossen. Sieht man auch an der Krone. Was auch wieder bedeutet, wir brauchen noch zwei Sterne. Die hier ist noch nicht freigeschalten. Dann eins von beidem.
Komm, gehen wir ins Honigbienenkönigreich. Richtig ausgesprochen. Jawohl. Denn Gegenangriff der Stinkkäferfamilie. Genau, da kämpfen wir gegen die guten Stinkkäfer. Die jetzt nicht nur auf diesem einen Turm hocken, sondern auch scheinbar vorher da sind. Okay, wieder das One-Up holen. Die Musik hat sich auch verändert, ist irgendwie ein bisschen schneller geworden. Hm? Ick, die ganze Stinkkäferfamilie ist hinter mir her. Ja, und zwar nur hinter dir. Aber wir können dir wie gewohnt plattwalzen. So, wo geht's hier weiter? Weil Schritt für Schritt alle platt, wenn du mir mal unter meinen Hintern kommst. So. Okay, er hat jetzt eine Münze und eine Wasserblasen-Schussmaschine. Schauen wir uns mal drauf. Zack. Wunderbar. Und jetzt schön nach drüben. Ein optimales Transportmittel. Und holen uns hier wieder einen Zusatz-Power-Stern, den, Power-Stern, ja klar. Ein Power-Pilz, so nenne ich es jetzt mal. Wo uns drei Krafteinheiten zusätzlich verleiht. Und diese sechs Krafteinheiten, die können wir wieder aufbauen, wenn wir natürlich auch wenn wir Münzen sammeln, falls wir da mal irgendwie getroffen werden sollten. Sollten wir aber wieder auf die alten drei Einheiten zurückkommen, dann erlischt dieser Zusatz. Gold kann nicht wieder aufgebaut werden auf diese sechs Stück. So, wo geht's hin? Erstmal hier Bienenkostüm holen. Dann, ja. Kollege. Schön von hinten. Erstmal treffen, bitte. Glaub jetzt bin ich blöd. Genau ins Wasser. Glaubt, das Bienenkostüm braucht man für irgendwas? Erstmal für die Röhre, die ich vorhin total übersehen habe. Toll. Da wollte ich eigentlich nicht hin, kann ich auch zurück? Ja. Gut. Weil wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann man doch hier auf diesem Rand hochklettern. Vorsichtig, vorsichtig. Und dann komme ich auch nur hier wieder zurück. Jetzt hat gar nichts gebracht. Na gut, aber dafür ist der Durchgang hier jetzt wieder geöffnet. Kann man da wieder durch. Hi, Kollegas. Ich mache mal jetzt schön die Reihe nach platt. Wenn ihr mir so brav euren Rücken zustreckt. Oh, die Bienenkönigin. Die Nachbarn machen mal wieder stunk. Kannst du nicht mal mit ihnen reden? Na klar kann ich. Beseitige jegliche Probleme, sei es ein Maschendrahtzaun oder was auch immer. Na, hätte ich mal das Bienenkostüm gar nicht nochmal holen müssen, aber ja. Jetzt hätte ich's ja.
bei diesem Baum, der uns vorhin in der Eröffnung gezeigt wurde, da geht es jetzt wohl gleich zur Sache. Indem wir ein klärendes Gespräch mit den Nachbarn führen. Beziehungsweise mit diesem netten Riesenkäfer. Das war nicht geplant. Hilfe! Hilfe! Mensch, ich wollte doch bloß reden! Ich wollte doch bloß reden! Oh, rumdrehen kann er sich auch noch, im Gegensatz zu den anderen. Wo ist denn hier der Pilz? Hier. Ja, damit. Wieder verfängt. Ah ja, sagen. Hoch, oh, hoch, hoch, hoch. Nein, nein. Oh. Hat mich nicht platt gewalzt. Das ist schön. So, das hast du davon. Ja, komm. Jetzt kann er auch noch fliegen. Und er kackt auch noch Bomben. Das ist unschön. Nein, danke. Nein, danke. Ah. Mein Zielwasser war heute auch nicht wirklich gut. Das ist heute ziemlich beschissen. Schon. Na komm, bleib stehen. Gut, brav, 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 dreh dich um und zack. Das hast du davon. Jetzt dreht das Viech vollends am Rad. Ach, ist das nicht wunderbar? Jetzt kackt es auch noch seitlich. Als bitte. Verfehlt. Ach so, das macht er extra seitlich, damit ich ihn nicht treffen kann. So wie jetzt zum Beispiel. Schade. Komm und sauber. Platt ist er. So, Streit vernünftig in einem klärenden Gespräch gelöst und einen neuen Powerstand kassiert. Bin zufrieden. Yay! Stern Nummer 7! Und eine neue Galaxie entdeckt. Wunderbar. Ein Gourmet-Luma ist aufgetaucht. Okay, außerhalb. Gucken wir uns doch gleich mal an. Speichert. So. Du bist nur mehr für einer. La 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 la. Hey du da, hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz viele davon will ich essen. Lalala, komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 400 esse, verwandle ich mich. Bin so aufgeregt. Ich hab 400, aber... Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Soll ich nicht? Ach komm, ich geb's ihm. Hier. Friss. Das war's, das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Eine
neue Galaxie wurde geboren. Ja, also wie bei dem einen Vielfraß zuletzt in der Eierplaneten-Galaxie.